wir noch nicht verheiratet waren. Wir waren noch Breitleute, die Alte und ich. Und jetzt war, und da sind wir mal nach Thüringen gefahren, für eine Sommerfrische. Aber kein Zimmer zu kriegen, das heißt, ein Sommer gehabt. Aber wir konnten doch nur beten, weil wir doch nicht und so. Und muss ich mal alleine ein Zimmer suchen, ne? Da kommt eine Frau, ich sage, Sie werden entschuldigen. Wissen Sie, wo man hier die Nacht bleiben kann, über Nacht? So, gehen Sie doch mal aufs Schloss, die Leute vermieten manchmal zwei Zimmer. Bin ich aufs Schloss geklingelt, kommt die Beschließerin raus. So, hätten Sie vielleicht für die, ja, ein Zimmer haben wir noch, aber da können Sie nicht rein. Oh, wieso nicht? Sagt sie, ja, da hat sich vor 100 Jahren die alte Gräfin drin aufgehängt und seit der Zeit spukt es in dem Zimmer. So, das ist doch Quatsch, das ist doch Aberglaube, so. Lassen Sie mich mal auf meine Verantwortung. Sagt, auf Ihre Verantwortung. Na, nun weiß man ja nie mit so einem Spuk, ob was Wahres dran ist. Na, ich hatte mal richtig Knippe mitgenommen und bin rein. Und ich habe schön geschlafen. Die Nacht um 12 her ist ein Geräusch. So ein Kratzen, ich denke, was ist denn nun los? Ich mache die Ohren auf, ich mache sie wieder zu, nochmal auf, Taschenlampe, 5 kleine Finger, so über den Bettrand. So, Sie nehmen Sie die Pfoten weg. Nehmen Sie die Pfoten weg, 10 kleine Finger. So, Sie, ich habe hier einen Knüppel. Nehmen Sie die Knochen weg, ich habe ihn drauf. Sage, 1, 2, 3, wenn. Und seit der Zeit hinke ich auf den linken Fuß.